Hallo Leute, wir freuen uns, dass ihr wieder zuseht. Wer ist wir? Das bin ich und der da. Der da bitte einmal fröhlich Hurra sagen. Hurra! Gut, na, fröhlich war das nicht, aber naja. Gut, lassen wir es so. Heute geht es mal hier um das Set 40540 Brickheads. Und zwar die Nummer 151. Der tanzende Drachen. Löwe. Lion. Oh, Entschuldigung, kein Drache, Löwe. Ja. Menno. Das ist die Rückseite. Auch von ihm. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich freue mich schon drauf. So. 239 Teile. UVP 9,99 €. Wir haben es für die 9,99 € gekauft. Jawohl, zu UVP. Junge, jetzt gucke ich nach, ob du das wert bist. Da bin ich mal gespannt. Und während du da guckst, mache ich mich auf bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Oh. Mit Bastleid hier. Noch far, far away. Nee, far, far away ist jemand anders. Echt? So, und zwar ist das hier das Set 40552. Brickhead Nummer 158, ui. Buzz Lightyear aus der Toy Story Reihe. Na, nicht so hastig hier. Man merkt, es ist ein Löwe. Das Set kostet normalerweise 9,99 € in der UVP. Und warm. Unser Klemmi hat es im Angebot gekauft für 209 €. Nee, für 5,99 €. Das hört sich wesentlich besser an wie mein Vorschlag. Genau. Da ist eine weiße Tüte dabei. Und dann harte. Eine Platte. Ja, ich kenne da so ein Lied. Das hat auch was mit dem Löwen zu tun. Der soll nachts schlafen. Geiles Lied. Ist leider nicht frei, oder ist das frei? Nee. Menno. Ein Haufen Teile. Habe ich die Woche eigentlich noch so viel Zeit? Wird eng. Mal gucken, wie die Goldteile sind. Naja. Ist das normale Pearl-Gold? Ich habe keine Gold. Gleich ist sie vorbei, die Knister-Arie. Das wolltest du sehen, ne? Ja, genau. Ich habe dir schon mal eins hingelegt. Ja, das hat ein Auge für dich. Hat ein Auge auf mich geschmissen. Wahnsinn. Ein Druck auf einem Ball im Prinzip, ja. Ja, Wahnsinn. Nopp's doch einfach auf und zeig's. Ja, aber kannst du nicht, ne? Du kannst nicht aufnoppen, oder? Ich ärgere den so gern. Ach ja. Das sind dann die Augen von dem Löwentänzer. Also nicht von dem Löwentänzer, sondern von dem Löwen, den er auf hat. Das Löwenkostüm. Ich kenne jemanden, der mit dem Wolf tanzt. Mit dem Wolf, nicht mit dem Golf. Ja, Radkäppchen und der böse Golf. Mann, ist das Ding alt. jo, ist alt. So, die Platte haben wir schon mal fertig. Eine Platte. Bauabschnitt Nummer 1. Fertig. Cool. So ein Bauabschnitt hatte ich auch. Nur andere Farbe. Hoffentlich verbaue ich mich bei dem nicht. Oha, das wird eng. Oh, jetzt wird's kritisch. Ach ja.
Warum auch nicht? Ne? Mal gucken. Drei Grüne? Mit drei Grünen hatte ich bis jetzt immer schlechte Erfahrungen. Hörst du da drüben auf zu grinsen? Ja, ich weiß, ich kann es einfach nicht. Und hier geht's wieder los. Hier geht's wieder los. Hier, ich darf wieder Müll einbauen. Glaubst ist du? Das nicht fein? Das glaubst du. Doch, guck. Sieht aus wie eine wandelnde Mülltonne. Ich darf hier so einen Müll einbauen. Och Mann, hier. Das hat aber auch keinen Sinn hier drin. Doch. Der erschließt sich du, dir nur noch nicht. Ja, ich bin schon ganz nass auf die Figur. Die sieht nämlich richtig geil aus. Ja, ich habe das Ding gesehen, deswegen habe ich auch ein UVP bezahlt. Also, mache ich ganz selten normalerweise. Scheiß auf den Zehner. Du weißt doch, die UVP ist unser Feind. Ja, ich weiß. Aber was willst du machen, wenn einem das Ding gefällt? Und es nicht so besonders teuer ist? Tut mir leid, 239 Teile für einen Zehner ist gut. Ja, ist okay. Ist okay. Ja, komm. Rinn mit den Granaten. Was, ich darf jetzt schon Ohren bauen? Ja, hallo. Reich mir ein Ohr. Ein halbes reicht auch. So, da haben wir schon mal was. Das nehmen wir. Das gefällt mir. Also diese Figuren da, die da rumtanzen, diese Tänzer mit den Masken da drauf, mit den Löwen und Drachen hier. Ich finde das so geil. Ja. Im Original, im Ort. Hammer hat. Ich habe jetzt hier noch Granaten oder sowas reingebaut. Granaten? Keine Ahnung, was das sein soll. Es sind vier blaue Roundbricks mit... Mit dem Hinweis, ich mach Peng oder was? Mit silbernen 1x1 Plates drauf. Und die werden jetzt hier reingebaut. In Buzz Lightgear rein. Ach ja. So. Der will halt nicht hohl sein. Da bin ich echt gespannt. Ich soll hier einen Druck haben. Wo ist er? Wo ist der Druck? Her damit! Nicht. Ich finde dich. Du kannst nicht flüchten vor mir. Thank you.
Nee, nee, nichts vergessen. Alles klar. So, Leute, ich würde mal sagen, Bauanleitung ist super. Man kann sich nicht vertuten. 14 Teile über. 9,99 Euro, also noch nicht mal 10 Euro. Ja, ich weiß, das war jetzt ein bisschen albern. Das rentiert sich. Aber Riesenbauspaß. Ich werde so einige Teile ersetzen durch güldene. Ja. Und dann sieht der geil aus, denn wir haben von Blue Bricks haben wir so einen Haufen Goldzeug mitgenommen gehabt. Ja, wir haben auch diese ganzen chinesischen Gebäude, die wir abgerissen haben, da war auch sehr viel Goldzeug dabei. Genau. Das sieht bestimmt richtig genial aus. Hundertprozentige Kaufempfehlung. Möge Klemmi doch seines Amtes walten und uns das Ganze vorstellen. So, ich mache erstmal Licht. Ach ja. Ich mache gleich weiter mit dem... Ich werde was trinken. Das ist ein Wahnsinnsteil hier. Ja, ja. Rundrum das Muster drin. Dann hier vorne diese Kapuze. So das Maul. Wunderschön gemacht. Auch hier oben. Na? Um die Baute. Ist an zwei Noppen nur fest. Hallo. Ja, ist mir auch gerade eingefallen. Dann. Abschleckhaken. Abschlepphaken hier hinten. Genial. Es sieht wirklich genial aus. Hier sind auch zwei Trommeln drauf und dann Laterne. Ein Leucht. Das ist. Ich war von dem Ding im Netz schon begeistert, als ich ihn gesehen habe. Musste ich ihn einfach haben. Es hat Spaß gemacht, dabei zuzugucken, wie du ihn gebaut hast, weil... Du hast nur gegrinst, jedes Mal, wenn ich irgendwie mich verbaut habe. Das ist doch das Schöne. Ja, extrem tolles Teil, muss man sagen. Wie gesagt, von mir eine hundertprozentige Kaufempfehlung für den Zehner. Ja, absolut. Absolut hundertprozentige Kaufempfehlung dafür. Ich habe hier auch ein paar Ersatzteile, nämlich 11 Stück an der Zahl. Ist immer gut. Mit einer recht guten Bauanleitung. Unser Fundus freut sich. Ja. Und was? Rasselchen. Er hat ein Rasselchen gebaut. Das ist... Weißt du, was ich machen würde? Ich würde das Ding aufmachen, das Rasselchen rausholen. Werde ich nachher auch machen. Ich meine, optisch sieht er gut aus. Passt. Ja. Mit Flügeln und so weiter. Hinten das Ganze. Haben sie gut umgesetzt. Das hier vorne ist ein schöner Druck. Hier das auch auf den Flügeln. Die kann man auch nach hinten klappen. Nach vorne nicht. Da bleiben sie so. Und die andere Funktion ist halt das Grasel da drin. Ja. Das mich so tierisch nervt. Schön. Warum? Ich meine, da kann ich einen Stein innen drin noch verstehen, aber das sind jetzt 12 Hat Teile. Hat er auch in den Filmen gerasselt? Nee, ne? Naja, eigentlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Da hat er gesprochen. Das war die Stimme jetzt, ja? Das sind jetzt 12 Teile bei den 114 Teilen, die sie dazu gebaut haben. Nur damit es innen drin ein bisschen rasselt. So ist er innen drin zwar hohl. Aber wir haben bestimmt noch ein paar Bricks da, wo wir die reindrücken können. Ja, irgendwas Rosanes. In verschiedenen Farben, das kriegen wir schon hin. Und? Normalpreis 9,99 Euro ist okay. Für die 5,99 Euro auf jeden Fall. Gut. Gerade wenn also man Bricks sammelt. Bei den 6 Euro Kaufempfehlung. Ja. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von diesen Brickheads haltet, von der Bauerei, die wir hier gerade gemacht haben, die wir veranstaltet haben. Und schreibt auch mal rein, wo ihr herkommt.
nächstgrößere Stadt oder nächstgrößere Ort. Ich will eure Ortschaft gar nicht wissen. Außer ihr sagt's mir. Gut, okay. Schreibt's uns unten rein, passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Dann würde ich doch mal sagen, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Und wir verabschieden uns mit, nehmt die Rassel raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschöle. Ciao.